Groß oder klein, ob alt oder jung, sie gesund erhalten will gelernt sein. Wir lassen es uns gerne gut gehen und gönnen auch unseren vierbeinigen Freunden, was geht. Wenn allerdings zu viel wird und Polster bildet, kommt das Übergewicht. Pferde mit Übergewicht. Vor allem in den USA und in Großbritannien liegen wissenschaftliche Studien vor, die belegen, wie viele Pferde in einer Population übergewichtig sind. Die Ergebnisse erschreckend. Das rangiert so zwischen 10 bis fast 50% der Pferdepopulation, die untersucht wurden, die hier einen zumindest etwas zu dicken Ernährungszustand aufwiesen, bis hin zu wirklich extremem Übergewicht bei diesen Pferden. Was tun? Das A und O, den Ernährungszustand im Auge behalten. Man sollte zum Beispiel sein Augenmerk auf sowas legen wie den Body Condition Score, den man erheben kann beim Pferd, dass man einfach so ein bisschen nicht betriebsblind wird dafür, sondern regelmäßig das Ganze mal anschaut und sich kritisch hinterfragt, ob das ein Ernährungszustand ist, der gut ist oder der eventuell schon zu gut ist. Der Body Condition Score dient zur Kontrolle der Fettverteilung in verschiedenen Körperregionen. Den Nackenbereich, die seitliche Brustkorbregion, den Widerrissbereich oder auch die Schulterpartie und dann den Schweifbereich und die Gruppenregion. Und dort schaut man, ob es da zu untypischen Ablagerungen von Fett kommt und wie im Prinzip der Gesamternährungszustand des Pferdes ist. Tiermediziner nennen es das equine metabolische Syndrom, kurz EMS. Es ist die zweithäufigste Hormonstörung bei Pferden. Bei dieser chronischen Erkrankung leiden die Pferde unter einem gestörten Insulin- und Zuckerstoffwechsel, verbunden mit Übergewicht. Das equine metabolische Syndrom ist eigentlich keine Krankheit per se, sondern ist eine Sammlung von verschiedenen Symptomen, die dazu führen können, dass die Pferde besonders häufig ein Hufrehe entwickeln können. Und die wirklich beim Pferd eine lebensbedrohliche Erkrankung ist, die nicht selten dazu führt, dass wir Pferde einschläfern müssen aufgrund des massiven, schlechten Gangbildes und eigentlich permanent bestehenden Schmerzen, Leiden und Schäden, sodass man die Pferde nicht halten kann, selbst wenn man sie ganz hoch dosiert unter Entzündungshämmern und Schmerzmedikamenten hält. Aber eigentlich diese wiederkehrenden Hufrehe-Schübe immer wieder dazu führen, dass die Pferde ganz extrem leiden und eigentlich gar nicht mehr richtig gehen können. Generell hat man zwei Risikogruppen ausgemacht: Ponys und robuste Rassen. Weil die in unserer heutigen Zeit einfach eine permanente Überversorgung haben, was die Fütterung angeht. Und dann geht das meistens noch einher mit einer mangelnden Bewegung bei diesen Pferden. Also wenn sie sozusagen den Luxus-Pensionsstall haben ohne viel Bewegung, dann nehmen sie einfach zu. Und das sind häufig dann auch diese Patienten, die wir dann in der Klinik sehen. Wichtig ist eine exakte tierärztliche Diagnostik, ob tatsächlich EMS vorliegt. Nur die Blutuntersuchung kann Bestätigung über die Insulinregulationsstörung geben. Ist bei einem Pferd EMS diagnostiziert, was kann hilfreich sein? Das Wichtigste, eine strikte Reduktionsdiät. Weiterhin wichtig, achten auf gute Heuqualität, auf Futterqualität mit wenig Stärke und wenig Zucker und auf ausreichend Bewegung. Allerdings nur so viel, wie es eine Hufrehe zulässt. Ob die Therapie erfolgreich ist, zeigt sich am Körpergewicht. Das können Sie selbst ermitteln mit dieser Formel. Brustumfang im Quadrat mal Körperlänge geteilt durch 11.877 ergibt das aktuelle Körpergewicht in Kilogramm. Nimmt ein Pferd ab, hat die Therapie angeschlagen. Das Wohl des Pferdes steht an erster Stelle. Wir tragen die Verantwortung.